Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic Wrath of the Lich King. Im Teufelswald, im Smaragdrefugium. Und wir gucken uns jetzt mal den Teufelswald in Ruhe an, denn das habe ich ja tatsächlich irgendwie noch nie so richtig gemacht. Zumindest nicht bewusst. Heißt, wir haben hier eine Menge Aufgaben. Ah, Nachtlaublichtung, Jadena, keine Ahnung. Wir müssen uns mit den Verbeugs der Holzschlundfeste gutstellen. Oh je, ein Frosch im Hals. Dieser einst herrliche Wald leidet unter einem schrecklichen Fluch. Kräfte der Verderbnis lassen das Leben hier zu einem Schatten seiner einstigen Pracht verkommen. Wenn ihr kein Agent dieser Verderbnis seid, könnt ihr mir vielleicht helfen, den Teufelswald wieder für das Leben zurückzuerobern. Den Teufelswald säubern. Die Pflanzen schenken dem Teufelswald Leben, doch sogar sie leiden unter der Besudelung der Verderbnis. Ich kenne Wege, um sie zu säubern, doch dieses Wissen kann ich an niemanden weitergeben, den ich nicht kenne oder dem ich nicht vertraue. Beweist mir, dass ihr der Sache des Zirkel des Szenarios wirklich helfen wollt. Nördlich von hier liegen die Eisenstammhöhlen. Für die Wucherborken-Elementare, die sich dort aufhalten, gibt es keine Hoffnung mehr auf Säuberung. Ich bitte euch, bringt mir ihren Saft. Er wird Blutharz genannt, damit ich ihn studieren kann. Vielleicht gelingt es mir so, die anderen Lebensformen hier zu retten. Okay. Ganz komisch. Ich hatte gerade extra nochmal in die Einstellungen geschaut. Dialog-Sound. Ich weiß nicht, warum wir jetzt keinen haben. Okay. Das Pferd macht auch Geräusche. Wir haben auch Musik. Ja, die Dialoge sind ja sowieso immer relativ kurz. Ganz vergessen hatte, war, dass der Teufelswald so ein langgestrecktes Areal ist. Hier ist halt die Dunkelküste. Das Nachtelfen-Stadtgebiet und sowas alles. Aber ich hatte das tatsächlich anders in Erinnerung. Daran merkt man, dass ich hier wirklich nicht sehr intensiv gequestet habe. Ich bin sicherlich einmal durchgeritten, um nach Winterquell zu kommen. Aber jetzt auch hier, ne? Ziemlich schnell angewetzt. Das war so. Was ist das? Ah, ja. Oh, wir haben ihn mit Nahkampfangriff angegriffen. Auch gut. Okay. Ich meine, wir sind, stark genug, um es mit diesen Gegnern... Oh, Arthas Tränen, das brauchen wir auch. Die greifen uns nicht an, aber die Bären werden uns angreifen. Oder der Bär wird uns angreifen und der Wolf da wahrscheinlich auch. Ih, der sieht auch nicht gesund aus. Blutklauenraufer. Der sieht irgendwie aus wie ein Zombie-Bär, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich gehe davon aus, dass wir hier die gleichen Kräuter finden wie in den Pestländern. Von daher können wir so das ein oder andere mitnehmen. Ich will jetzt erst einmal durchreiten.
gehe auch davon aus, dass es hier keinen, dass es hier wahrscheinlich auch keinen wirklichen Stützpunkt der Horde gibt. Es sei denn, es gibt ihn doch und ich habe ihn vergessen. Okay, da sind diese komischen Schlammdinger. Da geht's auf jeden Fall dahin. Da müssen wir später auch lang. Liedblumen. Müssen wir sowas sammeln? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall eine Pflanze, die uns die Kräuterkunde anzeigt. Also wenn wir die brauchen, können wir die uns anzeigen lassen. Das ist schon mal ganz gut. Die Blutgiftfälle. Oh, das sieht ja sehr hübsch aus hier. So ein Brühschlamm, besudelter Schlamm, was auch immer. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas mit. Habt eine kränkliche, verderbte Ausgabe von etwas gefunden, das wie eine Liedblumenpflanze aussieht. Ein stechender, ungesunder Geruch geht von der Pflanze aus. Es muss sich dringend jemand um die Pflanze kümmern, wenn sie wieder zu ihrem Normalzustand zurückkehren soll. Okay, wir brauchen dafür szenarische Pflanzensalbe. Mit anderen Worten, wir werden das wohl, ich nehme mal an, das bekommen wir von der Taurin, wenn wir die anderen Sachen gemacht haben, würde ich mal vermuten. Das würde dazu passen. Diese, also die Wutklauenraufer sehen wirklich aus wie Zombiebären. Die Wölfe haben alle diese Vergiftungsaura. Das ist nicht schön hier. Nein, nein. Vom Teufelswald aus nach Winterquell kommt. Ich möchte eigentlich das vielleicht abgeben und danach zurück in den Teufelswald und hier questen. Das wäre vielleicht eine Idee. Ein bisschen gucken, dass ich hier nicht in die Bären reinlaufe. Auch wenn wir die natürlich besiegen können, aber... sieht es da vorne jetzt besser aus oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Nicht wirklich, nein, es täuschte. Es hatte so einen ganz kurzen Anschein von, es sieht besser aus. Aber ich glaube, hier ist womöglich das Herz der Verderbnis. Das ist auch wieder eine verderbte Windblüte. Ja, wir brauchen dafür diese Salbe, die haben wir jetzt. Jeden Fall ehemals sehr majestätische Bäume, jetzt irgendwie alles so ein bisschen kränklich hier. Verdammte Liedblume. Ja, das kommt noch. Es ist auch so wenig einladend, vom Weg abzuweichen. In anderen Gebieten möchte man ja auch einfach vom Weg runter, um zu gucken, was da überall ist, aber die Flora und Fauna dieser Gegend lädt nicht zum Verweilen ein, nicht zum Erkunden. Selbst die Eisenschnabelkreischer, die hier rumfliegen, machen keinen sehr einladenden Eindruck. Wenn sie uns nicht gleich angreifen. So. Nachtlaublichtung. Eschental. Mondlichtung, Winterquell. Ja, Mondlichtung. Da landet man zum Beispiel, wenn man dieses Mondfest ist. Kann man da sich hin teleportieren. Hier ist die Holzschlundfeste, so weit im Norden. Hier ist eine Aufgabe für uns. Kommen wir nicht nach Winterquell, bevor
kommen hier gar nicht durch, wenn wir nicht... Ach, hier ist das Revier der Teufelspfoten direkt nebenan. Okay, wir reden mal mit Nafin. Ja, irgendwie kein Ton. Nur jene, die bewiesen haben, dass sie den Verbeugs der Holzschlundfeste nicht feindlich gesinnt sind, können sich gefahrlos durch diese Feste bewegen. Habt ihr euch darum bemüht, unser Vertrauen zu gewinnen, Fremde? Okay. Totenwaldfälle des Nordens. Direkt südwestlich von hier liegt ein Verbeuglager der Totenwaldfälle. Ich bin nicht sicher, was sie vorhaben, aber ich würde dem gerne einen Riegel vorschieben, ehe es zum Problem wird. Der Stamm der Totenwaldfälle ist böse, aber die Verderbnis ist es, die ihre Hirne verseucht. Ihre Feindseligkeit ist keine angeborene Eigenschaft, doch da kann man nichts machen. Aus diesem Grund stimmt es mich zutiefst traurig, dass ich gegen meine Geschwister kämpfen muss. Bitte, Unimadra, tut, was getan werden muss, aber erspart mir die Einzelheiten. Sie beunruhigen mich zu sehr. Okay. Ich glaube, vorher sollten wir hier nicht reingehen, weil... Ja. Oder können wir trotzdem hier durch... hier rein? Nein. 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 Not really. Keine gute Idee. Hallo, kannst du mal aufsitzen? Ja, wenn wir der Teufelsfoten. Wie kommen wir denn hier runter, ohne uns das Genick zu brechen? So ein ganzes Stück zurück und dann hier runter. Vielleicht können wir hier schon mal ein bisschen unseren Ruf verbessern, sodass wir freien Durchgang durch die Holzschlundfeste haben. Dann kommen wir nämlich so nach... Winterquell. Eieiei. Zu geben. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Level 53. Das heißt, der ist schon was schwieriger für uns. So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Die Quest ist nicht... Ja. Okay, jetzt haben wir nur Quests aus dem Teufelswald gerade. Immerhin hat er nicht um Hilfe gerufen. Das hat nun der Höhlenbehüter. Es vielleicht in seiner Natur liegt, dass er Hilfe ruft, weil er halt die Höhle behütet. Gefahr für die Höhle vermutet. Gehört, weil ich ihn weit genug weggelockt hatte. Das ist sehr gut. So, ich glaube, ich mach mal eben, auch wenn es noch nicht, eigentlich nicht nötig ist, buffe einmal komplett durch. Bitte noch die Reste der Buffs von vorhin für mich. Ältere Folge für euch. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Das ist, weil das die Muscheln sind. Ich muss nicht trinken. Oh, ich bin auch so doof. Ja. Es sind die Muscheln. Ich habe das voll vergessen gehabt.
Das lohnt sich, glaube ich, schon. Gegner sind hier. Oh, der ist sogar 3, der ist sogar 54. Gerade erst 53. Totem brauchen wir da bestimmt auch irgendwo für. Startet eine Quest. Ihr habt ein Ritualtotem der Totenwaldfälle gefunden. Das Totem selbst ist von unbestimmter Machart, aber es geht eine spürbare Verzweiflung davon aus. Gäbe es auch nur eine einzige Sache, die die Verderbnis der Totenwaldfälle veranschaulichen könnte, so wäre es mit Sicherheit dieses Totem. Einer der Firbolgs innerhalb der Holzschlundfeste könnte vielleicht eine Verwendung für diesen Gegenstand haben. Gesetztenfalls, ihr habt euch genug Vertrauen verdient, um mit ihnen zu sprechen. Nehmen wir mal an. Ich hoffe, dass schon diese erste Sache hier reicht, dass wir mit denen reden können, dass wir dann genug, dass sie uns neutral eingestellt sind und uns nicht mehr sofort angreifen. Das wäre schon schön. Ja, schließlich nicht irgendjemand, ne? Sind ja schließlich nur die Mantra und Priesterin der Schöpfung. Hallo? Ich brauche ein Ziel. Keine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Dieser blöde Immergrünbeutel drin, den habe ich ganz vergessen. Ja, okay. Okay, jetzt sehen wir Klingel-Ritualtoten der. Ja, na, sie sind feindselig. Ich finde. Könnte sein. Wenn wir das erledigt haben, sollten sie vielleicht nicht mehr ganz so feindselig sein. Ich hoffe es. Dass das schon hilft. Weil ich würde ja eigentlich nach Winterquell gerne erstmal.
weiß, dass das doof ist, dass da jetzt zwei kommen, aber wir haben dem einen jetzt erstmal die Dots aufgehauen. Und hoffen wir, dass es einfach schon reicht, dass der Becher gleich umfällt. Schmerz gekriegt. Das hat geholfen. Okay. Wir brauchen noch 3 Höhlenbehüter und 2 Rächer. Ah, Arthurium. Ich wollte gerade sagen, ein grünes, seltsames Metall. Aber es ist einfach Thorium. Die hat jetzt bestimmt auch alle, der, die das. Was habe ich hier? Jetzt hier alle gekillt. Der Keder ist ein Häuptling. Ist ein Fluch, schade. Den ich aufhebe. Hier war nur der eine. Ja, Schnuggel, geh mal woanders hin. Deinen blöden Namen. Dumme Gilde. Ihren Zeinis. Okay, das war gemein. Was ist nun mal? Allianz begegnet uns ja auch nicht mit Wohlwollen. Ich weiß gar nicht, ob hier oben noch irgendwas ist. Goldener Sansa. Ja, den haben wir eigentlich schon genug, aber ich pflück ihn mal. Silbersalbei. Hey, den brauchen wir doch für irgendwas. Sehr cool. Wir können leider unsere Kräuterkunde nicht steigern. Es gibt keine höhere Stufe. Finde ich ein bisschen bedauerlich. Warte mal, ich brauch doch Becher. Sehr gut. Schamane genug Dots drauf hat. Ach, ich hab die. Ja.
brauchen noch einen Höhlenbehüter und einen Rächer. Höhlenbehüter holen wir uns da mal. Den einen Rächer kriegen wir. Weise hat der. Das war mein Rächer. Haut ab, ihr Alice. Haut ab. Haut einfach ab hier. Ich brauche doch nur noch einen Rächer. Zieht Leine und lass mich hier in Frieden. Bis ich da bin, haben die den umgehauen. Kommen jetzt nur Höhlenbehüter. Da waren eben auch nur Höhlenbehüter. Dann spawnen die auch wieder nur als Höhlenbehüter. Das Feste. Ist ja auch nicht. Ah, ist ein Rächer. Ah, ist ein Rächer. Komm, nehmen wir den. Haben wir es doch. Das ist doch sehr schön. Reiten wir mal zurück und geben das ab. Vielleicht ist er dann... Hilft er uns dann ja, in die Holzschlundfeste zu kommen. Beziehungsweise... Kann dafür sorgen, dass wir in die Holzschlundfeste kommen. Ich weiß es ja nicht. Ruf hat sich um 20 verbessert. Will jetzt die Quest noch abgeben. Vielleicht reicht es für... Nicht mehr feindselig... Keine Ahnung. Ich fühle, dass ihr erfolgreich gewesen seid. Erfolg. Nüchternes Wort, wenn man bedenkt, was dafür getan werden musste. Egal. Ihr habt bewiesen, dass ihr euch unser Vertrauen verdient habt. Es kann noch eine Weile dauern, bis die Fürborgs der Holzschlundfeste euch ohne Feindseligkeit begegnen. Eure Beharrlichkeit wird jedoch jegliches Misstrauen, das meine Brüder euch gegenüber pflegen, beseitigen. Solange ihr uns nie betrügt oder eure Waffen gegen uns richtet, werden wir einen gemeinsamen Weg finden. Ja, das nützt uns natürlich alles nichts, weil Leder und Platte... Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen teurer verkauft werden kann. Juhu! Wir sind unfreundlich. Okay, sprecht mit Salfa. Die Verderbnis bedroht uns nicht nur in Form der Totenwaldfälle vom Süden her, sondern auch durch die Winterfell-Fürborgs im Osten. Wenn ihr uns auch weiterhin helfen wollt, sprecht mit Salfa auf der anderen Seite der Festung. Ihr findet sie nahe des Eingangs zu Winterquell. Folgt einfach dem linken Pfad, um zu ihr zu gelangen. Doch seid gewarnt. Sollten meinesgleichen euch gegenüber hasserfüllt oder gar feindlich eingestellt sein, werden sie euch angreifen. Sollte dies der Fall sein, durchquert das Gebiet schnellstmöglich und vermeidet alle Kämpfe mit ihnen. Ein Fürborg der Holzschlundfeste zu töten und sei es nur zur Selbstverteidigung, wird euren Ruf in der Holzschlundfeste nur weiter verschlechtern. Okay, das ist schön, wir müssen ja dahin. Und Federn? Ihr habt euch mir gegenüber mehr als bewiesen, doch um das Vertrauen meiner misstrauischen Brüder und Schwestern zu gewinnen, ist es noch ein weiter Weg. Keine Sorge, ich werde euch dabei hilflich sein, auch diese letzte Hürde zu überwinden. Einige Fürborgs der Totenwaldfälle tragen einen auffälligen Kopfschmuck. Dieser wäre ein ausreichender Beweis für euren Kampf gegen unsere verderbten Geschwister. Bringt mir die Federn der von euch erbeuteten Kopfschmucke. Für jeweils 5 Federn, die ihr mir abgebt, wird sich euer Ruf unter den Einwohnern der Holzschlundfeste verbessern. Okay, ich kann es nur abbrechen, weil das eine wiederholbare Quest ist.
dazu. Die sind uns unfreundlich gegenüber, aber nicht feindlich oder hasserfüllt. Bedeutet, wir könnten durch. Können wir hier durchreiten, ist die andere Frage. Oder werden wir jetzt abgesessen? Nee, wir können durch. Ah, sehr gut. Können sie leider nicht ansprechen bisher. Das fehlt uns, diese Möglichkeit. Wo geht's denn nach Winterquell? Ist das der Weg? Keine Ahnung. Ich sag mal so, ich habe keine Ahnung, ob der Weg richtig ist, den ich hier lang reite. Ah, ist das aber. Seid gegrüßt, Priesterin. Ich stehe hier nicht nur als Verteidiger meines Stammes, sondern auch als Sprecher aller Firbolgs der Holdstundfeste. Unsere Brüder und Schwestern der Winterfell-Firbolgs, welche dieses kalte Land bewohnen, fielen der gleichen Verderbnis zum Opfer wie die Firbolgs des Teufelswaldes. Wenn ihr gekommen seid, um den Einwohnern der Holdstundfeste eure Hilfe anzubieten, werden wir dieses Angebot mit Freuden akzeptieren. So, was ist mit den Firbolgs der Winterfell? Die Firbolgs der Winterfelle, die hier im Winterquell lebten, waren einst unsere Verbündeten. Doch eines Tages änderte sich das. Getrieben von den verqueren Forderungen ihres Oberhäuptlings, begannen sie alle anzugreifen, mit denen sie in Berührung kamen, einschließlich unseres eigenen Stammes. Jetzt bleiben sie unter sich. Okay. Die Firbolgs der Holdstundfeste bleiben meist unter sich, Onimandra. Wir gewähren allen, die Vertrauenswürdigkeit unter Beweis gestellt haben, freies Geleit, meiden aber wenn möglich andere Firbolg-Stämme. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass der Winterfell-Stamm uns gegenüber immer größere Feindseligkeit zeigt. Sie scheinen in Rage zu sein, ganz von ihrem Hass auf alles beseelt, das sie nicht verstehen. Es stimmt mich zwar zutiefst traurig, dass ich gegen meine Geschwister kämpfen muss, trotzdem möchte ich euch bitten, dass ihr einige von ihnen ausmerzt, um die Bedrohung, die von ihnen ausgeht, zu verringern. Ihr findet sie im Lager der Winterfell. Okay, da bekommen wir die Handschuhe des Erdwächters. Naja, gut, wir nehmen es auch mal an. Weil Ruf. So, Winterquell. Jetzt ist natürlich die Frage: Wo finden wir die Person in Winterquell, der wir das Schwert geben müssen? Lincolns Schwert. Das ist. Oh. Das war. War das denn? Hier, da. Ja, wir machen mal. Das. Verfolge ich das? Das verfolge ich jetzt mal nicht. Das ist ja Quatsch. Donova Schneeweh. Die Thermalquellen. Donova Schneeweh bei den Thermalquellen. Ist das hier? Bei den Frostfeuerquellen? Wirklich? Wir reiten mal hier quer. Okay, hier sind auf jeden Fall schon mal Yetis. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, es gab Yetis in Winterquellen. Sind. Ja, lass mich. Lass mich doch in Ruhe. Kommen wir gar nicht weiter. Sonst kommen wir nicht dahin, wo ich gerne hin möchte. Bad.
heißt es hier? Hier ist auf jeden Fall die Straße wieder. Oder der Weg. Wir reiten mal hier lang. Das andere ist gerade, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich. Yeti. Hier sind doch Yetis. Das ist zumindest eine Frost. Das sind die Frostfeuerquellen. Jetzt die Frage, ob die Person, die wir suchen, hier ist. Ah, das sieht aber nicht so aus. Ist wahrscheinlich woanders. Nee, eine Chimäre wollte ich mich jetzt nicht anlegen. Zurück zur Straße oder zum Weg. Da ich diese Quest auch noch nie gemacht habe, weiß ich einfach nicht, wo wir hin müssen. Sternfall Elbterrien. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich hier in Winterquell jemals wirklich auch groß gequestet habe. Ich meine auch eher nicht. Ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern, ob es hier wirklich großartig was, obwohl da muss es was an Quests geben. Okay, das ist eher nicht unbedingt Gebiet, in dem wir Personen finden. Haben wir sie jetzt aufgedeckt, die Ruinen? Oder reicht das nicht? Schön. War nicht lang genug da. Das ist nicht meine Kragenweite. Ich fliehe mal einfach kopflos irgendwo hin. Da bin ich super drin. Gegner, mit denen wir uns jetzt gerade nicht anlegen. Eieiei. Nee. Ich glaube mal eher, ich muss hier in den... No. Lieferspeed. Ach, lass uns doch einfach in Ruhe. Wir wollen doch hier einfach nur raus. Ich will überhaupt nichts von euch. Ich will hier nur durch. Ich bin nur auf der Durchreise. Scheiße. Ich will jetzt nicht vom Pferd absitzen, dann, sind wir womöglich gleich ganz tot. Heidenei. Ist aber gefährlich hier. Ich reite mal eher nach Norden.
Gefühl ist es vielleicht besser. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo wir das Schwert hinbringen müssen. Also ich würde mal vermuten, wenn hier heiße Quellen sind, vielleicht auch hier. Könnte natürlich auch sein, dass sie hier unten sind, aber wir reiten jetzt einfach mal quer durch Winterquell. Das wird sich schon... Immerhin haben wir den Ruf in der Holzstundenfeste schon so weit, dass wir durchreiten dürfen. Das finde ich ja schon mal gut. Da hat die eine Quest gereicht. Ewige Warte ist doch neutral, oder? Da sind Quests. Massenweise Quests. Gentendämmerung. Das ist Speise und Trank. Das ist die Gastwirtin. Beste Angebote. Weit und breit. Irgendwas. Monster-Omelette. Was brauchen wir denn dazu? Rieseneier. Ja, danke. Kaufen wir mal alles. Gleich lernen. Bleib sauber! Das ist sehr schön, dass wir so viele Rezepte kriegen. Ja, mit euch spreche ich noch. Ich will einmal gucken, was wir hier alles haben. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals hier war. Tatsächlich. Möglich, dass ich nie hier war. Yo! Reparier uns bitte mal. Was hast du denn hier Hübsches? Ich meine, es ist Klamotten, aber ich würde trotzdem mal gucken. Ah, okay, das ist jetzt nicht ganz so. Na, also. Der Hut. Okay, der Hut ist im Endeffekt so ähnlich wie der rotbraune Hut. Nur ein bisschen hübscher. Wir könnten den kaufen und den verkaufen. Das ist ja unser Angelhut. Der hier. Das ist unser Angelhut. Der sieht genauso aus, deswegen. Nee, also hier gibt es nichts. Bleib gut drauf. Manchmal kriegt man ja nette Sachen bei dir. Schon mal irgendwas. Keine Ahnung. Irgendwas, was man tatsächlich gebrauchen kann. Aber hier offenbar nicht. Was hier? Lilith die Liebliche. Handwerkswaren. Auktionator. Ah, das ist ein neutrales Auktionshaus. Nee. Da ist der Bankier. Hey, wie geht's euch so? Ich muss mal Dinge in die. Ich muss Dinge in die Taschen verschieben. Ich habe einfach keinen Platz. Sonnengras sind wir schon bei 20. Na super. Das ist leider ein Questgegenstand, deswegen will ich das jetzt nicht. Brauchen wir Golddorn gerade? Wir brauchen Katgas Gurt, Schnurrbart und Blindkraut. Wir brauchen sowieso die meisten anderen Sachen gerade nicht. Würde ich doch mal sagen. Oh wow, lila Lotus. Wir haben so viel lila Lotus. Wahnsinn. Ich packe das wieder mal in den Beutel noch. Da haben wir sowas schon. Packe ich das mal hier hin. Wir haben also 15 Runenstoff schon. Wir haben auch einiges an Magiestoff. So. Haben wir irgendwo
hier echt Silber? Nee, ne? Packen wir mal so rein. Samen und ja. Das ist so ein bisschen doof. Ich habe Angst, wenn ich das jetzt in die Bank packe, dass ich das vergesse. Dass wir das haben. Außerdem ist meine Bank auch ziemlich voll gerade. Ich müsste ein neues Bankfach kaufen, das ist mir aber zu teuer. Würziges Muscheln? Ah, hier ist scharfes, ne? Nee, alles klar. Schönen Tag auch. Wir machen da gar nichts weiter mit. Sie hat bestimmt nur das übliche. Zeit ist Geld! Oh, das ist aber nett. Okay. Beeilt euch! Wir haben keine Juwelenschleiferei, deswegen ist es relativ egal. Ja, immerhin haben wir den Flugpunkt hier, wenn wir also... Und wir sind hier, okay. Ich werde jetzt nochmal... Wir sind ja jetzt gerade ein bisschen abgebogen. Ich werde jetzt mal hier lang reiten und dann mal gucken, ob wir nach Norden oder hier links rum. Vielleicht reiten wir erst nochmal nach Norden. Ob wir so eine grobe Ahnung haben, was in Winterquell ist. Weil bringt halt nichts, wenn wir gar keinen Plan haben von irgendwas. Das Mana regeneriert sich jetzt, während wir reiten. Das ist nicht so das Problem. Ich will doch nur dieses blöde Schwert abgeben. Ja, so ist das. Was gibt's denn hier alles? Also. Da geht's. Kelterilla, da wissen wir jetzt, da ist es nicht gesund. Dann haben wir Mondlichtung, Teufelswald in der Richtung. Sternfall, Frostsäblerfelsen, ewige Warte, Berg Kial. Ne, Berg Kial wollten wir jetzt nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal nach Norden. Und dann halt da Richtung Teufelswald wieder zurück. Wenn wir nicht hier irgendwo... Das sieht nachtelfisch aus. Täuschen, aber es sieht nachtelfisch aus. Also... Als wären wir hier willkommen. Andererseits sieht es aus, als wäre hier niemand willkommen. Okay, nein. Bin nicht lebensmüde. Ich gehe da jetzt nicht rein. Dann bin ich nachher PvP gefleckt und dann haut mich jeder andauernd um und ich bin dauernd PvP gefleckt. Nee, nee. Wirklich das waren, wo wir eben vorbeigeritten sind. Also. Sieht es irgendwie nicht so aus, als wären in direkter Nähe heiße Quellen, aber man weiß es ja nicht. Bin sehr froh, dass wir hier keinen Kälteschaden nehmen können. Ostsäblerfelsen. Der Felsen, wo die Frostsäbler sind. Die Nachtelfen reiten, oder? Oh no. Ach Gott. Lass mich in Ruhe. Ich kann dir sowieso nichts tun. Lass mich einfach in Ruhe. Ich war nur gucken. Ich wollte niemandem was tun. Ich bin nicht für diese Leiche verantwortlich. Das möchte ich ja mal anmerken. Geh doch einfach. Lass uns in Ruhe. Eieiei. Empfindlich hier.
als Tourist vorbei und dann wird man erstmal gleich vom Pferd geholt. So, okay, die wollten uns ein eindeutiges Zeichen setzen. Wir haben da noch nichts verloren. Ich habe ja auch eigentlich gar nicht vor, irgendwas in Winterquell zu tun, weil das alles wahrscheinlich rote Quests sind. Nein, ja, vielleicht nicht alles, aber ein Großteil. Deswegen werde ich jetzt gleich den Weg wieder zurück zum Teufelswald einschlagen und gucken, ob wir da an den Quellen vorbeikommen. Oh, ich hoffe, das ist nicht wirklich irgendwo da unten. Das wäre ziemlich blöd. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das so was Kompliziertes ist. Ich glaube eher, das ist viel einfacher und wir haben einen viel komplizierteren Weg genommen. Das ist es wahrscheinlich. Weil ich ja dachte, hey, ich reite mal querfett ein. Und dann kümmern wir uns um die Winterfälle, damit wir dann noch mehr Ruf für die Holzschlundfeste kriegen. Und vielleicht tatsächlich so weit kommen, dass wir da einen Ruf haben, dass irgendjemand mit uns redet. Wegen des Totems. Ich weiß auch nicht, ob es generell den Ruf bei der Holzschlundfeste verbessert, wenn wir Quests machen im Teufelswald, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es waren nur diese speziellen. Okay, wir sind aber jetzt hier. Hier war ja der Weg nach Kelterill. Da unten und wir müssen... Ach, da habe ich aber jetzt keine Lust zu. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Winterfälle. Was müssten wir denn? Vielleicht mache ich das erstmal weg. Ja, Pfadfinder. Okay, und war das Winterquell jetzt oder ist das schon... Bin ich nicht sicher. So, ja. Okay, das ist eine. Das ist gut. Wollten wir einfach zurück. Ich hatte ja gehofft, ich könnte hier. Ja, immer noch nicht sicher. Also ich würde ja immer noch vermuten, dass irgendwo hier jemand ist, dann zu dem wir das Schwert bringen sollen. Also diese Person hier irgendwo. Vielleicht da hinten. Manchmal stehen die ja in den merkwürdigsten Ecken rum und machen Dinge. Nein. Das hier sind ganz offensichtlich nicht die richtigen heißen Quellen. Wahrscheinlich noch mehr heiße Quellen in Winterquellen. Naufel. Okay.
sollte natürlich immer noch irgendwo hier sein. Okay, no. Und da war es ja auch nicht. Das haben wir ja schon gesehen. Hier auch. Hier sind Winterfell. Furbolgs. Was brauchten wir denn? Wir brauchen Schamanen, Höhlenbehüter und Ursa. Also irgendwas ein. Ja, wir nehmen das mal aus den Verfolgen raus. Sehen. Ist ja sonst blöd, wenn wir nicht sehen, welche Gegner wir, wie viel wir noch brauchen. 55er geht gerade so eben, aber das ist schon echt so ein bisschen anstrengend dann. Der Ruf verbessert sich halt auch mit jedem, den wir hier beseitigen. Aber tatsächlich nicht. Es sei denn, da unten vielleicht? Jetzt war es sehr versteckt, aber. Ich versuche mal hier hochzukommen, weil ich habe hier gerade auch irgendjemand langreiten sehen. Geht da ja auch ein Weg hin. Geht ein Weg hin. Aha. Vielleicht ist das ja unser Ziel hier oben. Eingang. Ach, ich bin auch blöd. Ist der Eingang zu Schlundfest? Ah, ja, nee, alles klar. Ja, ist okay. Ja, ich kümmere mich später um die Winterfälle. Ich muss jetzt erstmal hier in den Teufelswald zurück. Und mich um die Totenwaldfälle kümmern. Schon sprechen können. Das geht einfach nicht. Wir mögen uns noch nicht genug. Alles gut. Na gut, dann haben wir Lincolns Schwert immer noch nicht abgegeben. Das war eigentlich meine Hoffnung, dass ich das hinbekomme jetzt. Schalten das mal an. Das schalten wir mal aus. Das brauchen wir jetzt wirklich gerade nicht. Okay, dann machen wir mal hier die Aufgaben im Wald von, im Teufelswald. Vor allem muss ich hier mal den Rest des Teufelswaldes jetzt aufdecken. Damit wir uns ein bisschen besser zurechtfinden.
waren wir ja schon. Das heißt, wir müssen jetzt hier links mal lang. Sieht wirklich alles sehr, sehr, sehr gleich aus. Ein bisschen schade ist. Das, hier ist wieder so eine Blüte, die wir nicht reinigen können. Okay, hier ist der Allianzposten. Deutet, irgendwo hier muss auch ein Hordeposten sein. Ich weiß nur nicht wo. Überall. Oh, Gromsblut. Das ist ja zum Pflücken, aber. Ja, ich glaube, wir lassen das mal. Wir nehmen jetzt nur mal erstmal nur den Weg mit. Genau, dieser Wolf, der sieht aus, als wäre er vergiftet oder krank. Schande. Diese Senken hier, die hatte ich so nicht erwartet. Sonnengras. Nee. Das ist so ein bisschen. Der Teufelswald ist so ein bisschen der, wenn man sich das anguckt hier im Eschental, ne, das ist ja, hier geht auch dieser, in diese Flüsse und ist alles. Und der Teufelswald ist so ein bisschen so nach oben gespiegelt und in Böse, finde ich. Okay. Was genau ist das? Muss man noch aufdecken. Oder ist das schon aufgedeckt? Das ist der Eisenwald einfach. War das von denen? Eisenstamm. Ja. Und das. Probier das einmal aus, ob das von diesen funktioniert. Kriegen, das ist jetzt die Frage. Nee, von dem haben wir jetzt gar nichts bekommen, natürlich nicht. Eieiei. Ich überlege gerade, ob wir hier zurück und da einmal nach Norden, damit wir das auch aufgedeckt haben. Oder ob wir, obwohl hier sind noch mehr von denen. Ah, hier sind eindeutig noch mehr. Ich glaube, ich bin in Respawn reingelaufen. Mist. Noch nicht wirken. Okay, also Unimandra ist auf jeden Fall nicht stumm und ich finde es so komisch, dass die NSCs, mit denen wir gesprochen haben, keine Stimme hatten. Das war seltsam. Feuerblüte. Mussten doch einfach nur ihren Saft. Sind Stammhöhlen. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht die falschen sind, aber wir hatten das ja erst mit den Geistern in Ashara, wo ich ja auch dachte, so die einen droppen das nicht, was wir brauchen. Und dann droppen sie es doch. Ich würde sagen, der fällt doch jetzt genau in den Moment.
Nee, der hat das nicht. Okay. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass das... Weil das ist der Eisenwald, ne? Also... Aber wenn wir 15 brauchen, dann kann das nicht so schlecht droppen. Dann hätte ich jetzt zumindest bei einem was droppen müssen. Ist das hier vielleicht einfach gut? Nicht die richtige Stelle. Lass uns in Ruhe, Wolf. Einmal hier nach Norden. Ja, das. Der nächste. Okay. Besudelte Kakerlake. Schön. Als ob normale Kakerlaken nicht schon unangenehm genug wären. Nein, hier gibt es besudelte. Dunkle Küste. Das ist aber hier. So. Sind von denen auch welche? Nee, ne? Leider nicht. Wahrscheinlich noch nicht. Ich gehe davon aus, es kommt noch. Wir müssen erst im südlichen Teil des Teufelswaldes questen. Davon aus. Nördlich von hier liegen die Eisenstammhöhlen. Das ist nämlich die Eisenstammhöhlen, die müssen irgendwie, die sind dann wahrscheinlich irgendwo hier, irgendwo in einer Höhle, die in einem Gebiet, das wir noch nicht aufgedeckt haben. Das ist nicht der Eisenwald, sondern ja, nur die in den Eisenstammhöhlen. Aber immerhin haben wir ein bisschen Gegend erkundet. Wir haben freie Passage durch die Holzstonfeste nach Winterquell. Na super. Wir laufen denen allen hinterher. Ich glaube, wenn ich da reinreite, werden die mich auch alle erwischen. Naja, der eine hat sich schon umgedreht und hat uns angegriffen. Giftbach. Stimmt. Obwohl es ist, es zeigt sich nicht, dass irgendwas ungesund wäre. Also, ne? Die werden nicht vergiftet oder so von dem Wasser. Ist irgendwie eine Fackel entlang. Und jetzt hier irgendwo Blutgiftposten. Ist das jetzt der Posten der Horde? Jetzt ernsthaft, der Posten der Horde ist tatsächlich hier. Wow. Wow. Gibt es hier... Gibt hier wieder keine Möglichkeit. Es gibt Windreiter, aber es gibt kein Posthaus, oder? Gibt es noch eine Quest? Die nehmen wir mal an. Die ist aus Unterstadt. Fangen wir mal mit an. Wie viele Quests haben wir überhaupt im Log? 22. Wir können noch 3 annehmen. Was jetzt? Brunnen der Verderbnis.
Manche Leute sagen vielleicht, ich sei außergewöhnlich grausam. Ah, übrigens, ihre Stimme wieder bekommen. Aber in Wirklichkeit bin ich doch nur von dem Wunsch beseelt zu sehen, wie die Horde einen Vorteil gegenüber der Allianz erringt, und zwar auf jede nur mögliche Weise. Seit kurzem interessiere ich mich für einen Mondbrunnen in den Ruinen von Constellas. Er soll südlich von hier liegen und von dem Jadefeuer Satyrn gepflegt werden. Der Mondbrunnen, der einst ein Symbol der Erneuerung für die unerträglichen Nachtelfen war, ist jetzt verderbt und wird dazu benutzt, neue Satyrn hervorzubringen. Ich habe da eine Idee, Unimandra, und ich hätte gerne eine Probe von dem Wasser für meinen kleinen Katzenfreund hier. Oh mein Gott. Was willst du denn? Begrüßt den Satyr aus der Katze machen? Was braucht ihr? Wilde Wächter. Winterquell liegt gleich hinter der Holzschlundfeste im Nordosten des Teufelswaldes. Seid ihr schon mal dort gewesen? Ich habe gehört, dass es in jener Region nur so von Kreaturen wimmeln soll, die Wildekind genannt werden. Diese Bestien sind dafür bekannt, dass sie Geheimnisse bewachen, und zwar Geheimnisse der Nachtelfen. Wir müssen herausfinden, was in Winterquell vorgeht. Okay. Nein, jetzt nicht. Herz, es tut mir leid, ich habe so viele Verpflichtungen. Tromkar, Priesterin, ich habe heute schlechte Laune, also lasst mich bitte allein. Es sei denn, ihr könnt mir helfen. So kämpft mein letzter Kampf. Mein Gatte reiste unserem Clan zu Ehren durch den Teufelswald und kämpfte gegen den Schattenrat und andere verderbte Monstrositäten. Als er dem Tod viele Male entronnen war, erhielt ich einen Brief von ihm, in dem stand, dass ein Druide in Beistand gegen einen großen, beschmutzten Vorbeug namens Oberanführer Rohr gebeten hatte. Man hörte nie wieder etwas von ihm. Ich möchte die Klauenhand dieses Rohr, Unimandra. Er soll dafür büßen, dass er mich zur Witwe gemacht hat. Ich glaube, die Kreatur ist im Süden, nahe der Grenze des Eschentals. Okay, und warum ist vorwärts, Sieg. Ich meine, okay. Sagen wir mal nichts zu. Ich habe das Richtige für euch. Haben wir? Ganz die Bärenfleisch-Sachen. Ich sag doch, es gibt überall Rezepte. Seid vorsichtig. Lernen wir mal. Ich glaube, Bärenfleisch haben wir. Commis de Cuisine. Wir haben 50 Kochrezepte gelernt. Jo. Achso, das ist. Das können wir verkaufen. Das ist Wolfsfleisch, das ist Bärenflanke. Können wir das dafür benutzen? Tatsächlich. Das ist aber schön. Gibt's denn. Das ist Bufffood mit Zaubermacht und Gesundheit. Das ist einfach Angriffskraft. Okay, interesting. Das ist gut. Etwas Bestimmtes. Wahrscheinlich nicht irgendwie Dinge, die ich wirklich brauchen kann. Haben wir für Wolfsfleisch noch Rezepte? Ja, ne? Ja, haben wir. Das ist zwar auch nicht so dolle, aber. Dafür brauchen wir zartes Wolfsfleisch und dafür brauchen wir die Rippchen. Okay, das Rote. Wir könnten das verkochen. Ich fände das besser, wenn wir das verkochen, als wenn wir das verkaufen. Denn es ist immerhin auch noch Bufffood, auch wenn es niedriges Bufffood ist. Besser als keins, finde ich. So. Können wir einfach beim nächsten Mal, wenn wir Bufffood brauchen, das essen und dann haben wir mal wieder Ausdauer und Willenskraft, alles klar. Nee, also sorry, Winterquell ist jetzt nicht ganz. Wo will sie uns hinschicken? Ich weiß es gar nicht genau, muss ich gleich nochmal schauen. Ist da unten schon die Dunkelküste? Wow. Okay, das hier wieder keine Option ist, den Ruhestein zu setzen, finde ich schon echt doof. Ich meine, die könnten ja hier irgendwie sowas machen, eine Schlafstätte oder so, die man. Stattdessen müssen wir wieder auf die.
Weg machen. Aber immerhin haben wir jetzt den Posten gefunden und wir haben auch einen Flugpunkt hierhin. Das ist ja schon mal etwas. Ja, diese Fackeln sind meistens ein Hinweis darauf, dass es irgendwo in einen Posten von irgendjemandem geht. Ich finde ja diese Bäume immer sehr cool. Also mit dem Auge und dann diesem aufgerissenen Maul. Das ist schon, hat schon was. Also der Teufelswald ist spooky. Definitiv. Okay, wir müssen... Wo kriegen wir das? Mondbrunnen der Jadefeuer südlich von Ostens. Okay. Das ist wahrscheinlich, wo Jadena... Jadena? Hier. Jadena. Das ist wahrscheinlich irgendwie das hier. Nehme ich mal fast an. Warum gehen wir da jetzt mal gucken? Ja, hier eh das eine oder andere zu erledigen. Okay. Das ist der... Die Frage, ob sich das lohnt. Aber gut, wir haben ja noch eine Viertelstunde, ne? Okay, Level 54. Danke. Der Hund greift nicht an. Das ist auch interessant. Ich habe fest damit gerechnet, dass der Hund jetzt als zweites kommt. Sehr gut. Dann müssen wir wahrscheinlich Schattenzauberschutz anschmeißen. Würde ich mal vermuten. Wenn ich mich da nicht täusche. Nicht mal gewirkt gekriegt. Gott sei Dank. Schon ein bisschen mehr. Okay, Schrein des Betrügers. Gehen wir mal in den Schrein des Betrügers. Das ist immer diese unterirdischen Nachtelfen-Dinger. Die immer ganz furchtbar. Die sind immer so verwinkelt und man sieht total schlecht, wo man da um die Ecken rennt und man rennt in Gegner rein und was ist alles. Okay, jetzt kommt die Wächterin. Ich müsste auf die Zauber warten. Machen wir das mal so. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken. Das hier ist psychisches Entsetzen. Okay. Was war denn nochmal der Zauber? Haben wir jetzt irgendwie den gezogen? Ich glaube nicht, oder? Hat niemanden mehr angegriffen. Jetzt. Und bei dem Mana ran. Aber der kann auf uns Mana brand wirken. Echt jetzt nicht kommt. Der muss weg, bevor der Mana brand durchkommt. Okay, wir haben jetzt, Hunde haben wir jetzt genug. Hier. Adepten, Kultisten. Ein Hund noch und zwei Wächter, ja. Nicht, wo wir das herbekommen. Aber das wird sich schon noch zeigen. Okay. Ich war einfach noch ein... da, den wir nicht gesehen haben.
haben. Das ist durchaus möglich. Das ist immer schön, wenn wir das haben, weil wir schaffen den Schattenschaden, den wir verursachen, erhöht ist. Und das möchte ich auch immer ganz schnell nutzen, solange wir diesen Buff noch haben. Weil ja die meisten Zauber, die wir jetzt machen, Schattenzauber sind, haben wir da auch was von. Dabei. Dank der Vampirberührung. Hat noch überhaupt nichts mitbekommen, was da hinten abgeht, dass die Adeptin und der Kultist gerade sich mit mir ein Magieduell liefern. So geil. Ja, sie ist halt auch nur eine Wächterin. Ne? Okay. Warum ist hier nicht in Sichtweite? Deswegen hat die uns auch nicht. Warum hat die auch nicht angegriffen? Immer noch nicht in Sichtweite. Halt so dunkel in dieser Höhle, darum hat die noch nicht angegriffen. Ja. Muss ja irgendeinen Grund finden. Ich werf den nochmal an. Die Bubble hilft dann noch ein bisschen. Okay, danke. Was ist das? Geschwächte Seele? Das ist aber der Effekt von... Ich weiß nicht mehr, wo das war, mit dem wir... hier sehr magielastig gerade. Wow. Ja, ist jetzt nicht so, dass uns das wirklich wehtut. Hier ist noch ein Hund und da ist noch ein Kultist. Ich frage mich, ob ich den Hund angreifen kann, ohne dass die sofort eingreifen. Drei von den Gegnern ist ja schon ein bisschen unangenehm. Wie so viel Magie. Er ist nicht mehr zum Mana-Brand gekommen. Ist nämlich so ein bisschen das Problem. Den sehe ich nicht, oder? Nicht in Sicht. Weil die mein Ziel ist. Okay. Kacke. Das ist jetzt ein bisschen too much. Ah, okay. Ja. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Wenn dann zwei, drei Gegner auf einmal kommen, die einen von mehreren Seiten behaken und ich konnte den, ich habe nicht gesehen, dass ich nicht den Typen im Angriff, im Angriff hatte, sondern die... die ich eigentlich gar nicht gesehen hat. Oh Gott, da hinten, ernsthaft? Es gibt keinen kürzeren Friedhof? Meine Herren. Oh, jetzt sind wir auch an der blöden Stelle gestorben. Die sind jetzt gleich alle im Respawn. Wir werden uns raussterben müssen, glaube ich. Nicht schön. Und dann gibt es hier halt keine Möglichkeit, seinen Ruhestand zu setzen. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann hier im... Nee, im Smaragd-Refugium gab es keinen. Und ich weiß nicht, ob es in der Holzschlundfeste dann eine Möglichkeit gibt. Ich glaube aber auch nicht. Das ist schon immer doof, finde ich, wenn es keine Ruhesteine in Gebieten gibt.
meine, wir sind noch, haben noch ausgeruht Bonus bis da hinten, ne? Bis hier. Darum geht's gar nicht. Aber damit man auch einfach sagen, okay, ich bin jetzt so oft gestorben, ich möchte mich jetzt hier ausloggen und versuche es an einem anderen Tag nochmal. Das kann man hier nicht, wenn man das in einem Gasthaus tun will. Das ist schon so ein bisschen doof. Das Gebiet mag ich auch meistens nicht. Und das finde ich in Ashara auch doof. Also, dass es da keinen Posten gibt. Nur einen verlassenen. Ja gut, es macht natürlich Sinn, aber trotzdem hätte man doch da irgendwas machen können. Ne? Irgendeine Lösung sollte da sich finden lassen. Okay. Da sind wir. Leider den ganzen Kram normal machen, nur Pecher. Okay. Setzen und essen. Würde ich eigentlich gerne noch erledigen, weil wir müssen nur noch Adepten und Kultisten, aber es könnte sein, dass das jetzt nicht klappt. Dass wir dafür einen zweiten Anlauf brauchen. Wenn ich nochmal sterbe, dann ja, nee, ist klar. Ich bin ein bisschen zu weit gesprungen. Ins Visier. Hier jetzt gleich in den Respawn kommen. Das wäre doof. Aber ich schaffe die nicht ohne volles Mana. Das ist echt hardcore. Ich meine, die sind Level 52. Sollte eigentlich uns nicht so schwer fallen, aber ich weiß nicht, was die gerade gemacht hat, was uns da so. Es war ja, als ob die uns von zwei Seiten behagt hat. Hier sind zwei. Tistin. Schattenzauberschutz haben wir ja drauf. Aber trotz allem.
da ja immer ein bisschen durch. Können wir nichts tun? Okay, wir brauchen noch zwei Adepten und einen Kultisten. Ist jetzt nur ein Wächter. Dann müssen wir uns um den Wächter kümmern. Geht's nicht anders. Diese Folge wird jetzt ein wenig überzogen. Haha, eine lange Folge, die ich überziehe. Das bringt nachher den Rechner beim Rendern wieder. Also nicht den Rechner an sich, aber das Programm, das ich benutze, wird dann wieder ins Schwitzen geraten. Ja, ich kriege hier nicht mal alle... Das kann ich mir nicht vorstellen. Geradeaus noch, oder? Wie geht's noch? Adept. Tist. Wusste ich's doch. Übel Schaden. Ich meine, hallo? Heidenheim. So. Haben wir alles? Nee, wir brauchen noch einen Adepten. Das ist schwierig, wenn keine da sind. Wenn wir alle gekillt haben und das Verhältnis Adepten zu Kultisten nicht so richtig ist. Wird nur eine Wächterin stehen wieder. Oder Wärterin. Brauchen einen Adept. Bitte ein Adept respawn. Gerade. Ein Adept reicht. Ich brauche nicht mehrere. Einen einzelnen. Ach, guck mal dich zum Beispiel. Das haben wir geschafft. Jetzt sterben oder nicht, ist egal. Wir haben es geschafft, wir haben die... Aber das ist schon ganz schön hardcore hier gerade. Ich weiß auch nicht, wieso das gerade wieder so schwer ist. Ja gut, die sind stufentechnisch natürlich höher. Ach, hier draußen war auch... Hier draußen war eben nichts, weil... Ja, hier draußen war gerade nichts, weil ein anderer Spieler alle... gemacht hatte. Ja. So, wir laufen jetzt einfach und hoffen, dass wir ohne zu sterben hier rauskommen. Danke. Okay. Das haben wir schon. Das war jetzt ziemlich unschön. Das ist die Höhle, wo wir hin müssen für die... nicht mehr lesen. Hier ist doch eine Höhle. Ach, das ist Jadenar einfach. Jadenar. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Hier
hier sind diese Ruinen. Ist das das Wasser, was die Gute will? Mütig verderbter Mondbrunnen. Das ist ja schon mal nicht. Würde mich auch wundern, es sieht eher aus, wenn sie. Die Mondbrunnen sind ja doch recht eindeutig, wie die aussehen. Das ist aber sehr aufmerksam, dass hier eine Pflanze steht, die ich pflücken kann. Hier ist gerade etwas schwierig. Da sind die Saattüren. Okay. Da oben ist der Mondbrunnen. Würde ich jetzt mal vermuten. Ist ja gut was los. Aber einfach mal, dass wir hier durchkommen. Ohne dass wir alle Zerbatras. Hier ist der Mond. Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig gerade. Gott, hier kommen wir nicht weg. Jetzt sind wir alle hinter uns. Wir haben alle hinter uns. Alles gezogen, was hier so ist. Aber haben wir immerhin schon mal den Mondbrunnen gefunden? Schande. Bin ich immer noch im Kampf? Ja, leider. Okay. Es könnte sein, dass ich das jetzt nicht überlebe. Es ist sehr, sehr glücklich. Landen wir jetzt wenigstens woanders? Ja, ganz da unten. Mich ins Leben zurück. Ja, ja, das will ich. Ich weiß, ich kenne die Konsequenzen. Wir werden jetzt mal in das Smaragd-Refugium und uns da auch gleich reparieren. Ich will auch eigentlich hier gleich hochgehen, ne? So fast. Konnten wir uns hier, ne? Ja, außerdem haben wir eine Quest zum Abgeben, ist doch auch ganz nett. Geben wir das noch ab, reparieren uns und dann lassen wir es gut sein. Vielleicht kann man auch, wenn wir einen besseren Ruf haben, hier nächtigen, ich weiß. Mal her, was führt euch hierher? Streitmacht von Jedna. Mögen die Vorfahren euch schützen. Jedna, so. Gut, Onimandra, wenn ihr eure Zahl abgenommen hat, können wir sie weiter bedrängen. Wie war euer erster Eindruck ihrer Macht? Waren sie so stark, wie ich dachte? Stärker? Oder vielleicht waren sie überhaupt keine Herausforderung für euch? Das wäre nun wirklich eine Überraschung. Wir können die Einzelheiten eurer Taten später erörtern. Jetzt müssen wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Habt günstige Winde. Nee, ist ja kein Ruf. Verderbtes Wasser sammeln. Tief in Jedena liegt die Schattenfeste. Sie, die Hauptfestung der Verderbnis und des Bösen. Der Schattenrat verfügt über Schutzzauber in Form von Kohlenpfannen, die seinen Unterschlupf umgeben. Wenn ich durch Wahrsagen noch weitere Informationen über unseren Feind herausfinden soll, müssen diese Kohlepfannen gelöscht werden. Dann sollte ich den Rat ausspionieren und herausfinden können, wer ihn anführt. Bitte, nehmt diese Feldflasche und füllt sie am Mondbrunnen im Zentrum von Jedna, wenn euch dies möglich ist. Kommt dann zu mir zurück. Möge die ewige Sonne euch erscheinen. Müssen für die... Für, also, ne?
für eine andere Quest. Gab's hier nichts zum Reparieren? War das nicht hier? Wirklich nicht? Jetzt ernsthaft nicht? Aber blöd. Ist hier nichts? Hast du vielleicht... Elun sei mit euch. Ja. Möge euch die Sterne leiten. Ja. Das tun sie bestimmt. Ich glaube, ich werde jetzt einfach das machen. Grüße. Ja, uns bringt das nichts. Wir müssen irgendwo hin, wo wir uns heilen können. Nicht heilen, aber reparieren können und regenerieren können. Sprich, wir brauchen ein Gasthaus. Das heißt, wir gehen mal in den Splitterholzposten. Das ist jetzt zwar blöd, aber ich glaube, ich werde da meinen Ruhestein auch mal hinsetzen. Wir haben den Augenblick in Donnerfels, das bringt nicht so viel. Gadgetzahn brauchen wir gerade nicht, weil wir hier oben unterwegs sind. Ich würde ja schon ganz gerne das alles hier machen, aber ey, das ist gar nicht so easy. Wieso ist das denn schon wieder? Ich habe das doch aus dem Verfolgen rausgenommen. Ja. Das hier ist echt rot. Also. Wahnsinn. Eigentlich müssten wir ja noch ins Hinterland. Die Dinge abgeben. Ich will da nicht unbedingt questen, aber die Dinge abgeben, die wir im Inventar haben. Mal schauen, vielleicht... Vielleicht kommen wir ja so weit, dass wir, wenn wir hier die Totenwaldfälle machen, vielleicht haben die ja dann auch diese Federn, die wir brauchen. Und dann können wir diese Rufquest quasi machen. Im Endeffekt läuft es ja nachher nur noch über diese Federn. Das ist ja. Gut, dann gehen wir mal hier den Ruhestein hinsetzen. Das ist ja echt blöd. Was kann ich für euch tun? Heimatort war niemals stumpf sein. Nein. Und dann gehen wir mal eben hier um die Ecke zu unserem Freund, dem Tauren, Burkrum. Ich habe das Richtige für euch. Ja, da bin ich mir sicher, dass du das Richtige für mich hast. Das sind Quest-Items. Das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Aber wir reparieren uns mal. Ja, das kostete natürlich wieder mehr als nötig, aber... Geht halt nicht anders gerade. So, dann hauen wir uns hier mal auf den Teppich. Meditieren für eine Weile vor uns rum. Na, geht's uns auch wieder besser. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir dann hoffentlich endlich mal so richtig hier im Teufelswald loslegen. Dann macht's gut!